Kurz unterbrechen, denn wir sehen jetzt gerade, der Besuch von Zelensky bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist offenbar vorbei. Wir sehen, Schloss Bellevue haben sich die Türen geöffnet. Auch die Ehrenformation des Wachbataillons der Bundeswehr ist dort vor der Tür jetzt aufgezogen. Die Journalisten verlassen jetzt auch das Schloss und gleich wird Wladimir Zelensky also Schloss Bellevue verlassen und sich dann auf direkten Weg machen zum Bundeskanzler, zu Olaf Scholz, auch dort im Kanzleramt, nur wenige hundert Meter entfernt. Luftlinie ist bereits alles vorbereitet, die Kameras auch. Aber jetzt wollen wir erstmal sehen, wie Zelensky, und ich gehe da fest davon aus, dass der Bundespräsident ihn noch zum Auto geleiten wird. Also gut eine Stunde haben die beiden Staatsoberhäupter jetzt zusammen gesessen. Wie gesagt, gleich werden sie herauskommen. Und da sehen wir sie auch. Frank-Walter Steinmeier, Wladimir Zelensky an diesem Sonntagmorgen, 14. Mai, schreiten sie jetzt also den roten Teppich herab. Und dann geht es in die schwer geschützte Staatskarosse für den ukrainischen Präsidenten. Noch einmal der Handschlag. Und Herr Katter, ich muss sagen, als ich die beiden vorhin so gesehen habe, da war das noch so ein bisschen frostig. Jetzt sieht man wenigstens mal Steinmeier lächeln, Zelensky lächeln, auch beim Eintritt ins Goldene Buch der Stadt. Die wussten nicht so richtig, wie sie miteinander umgehen sollten. Aber jetzt scheint es so zu sein, dass zumindest da in der vergangenen Stunde eventuell im Großen und Ganzen was passiert sein könnte, oder? Ich glaube, dass sich die Verhältnisse zwischen den beiden Ländern absolut normalisiert haben. Und hier findet ein sehr professioneller Umgang statt. Jetzt sehen wir Olaf Scholz, den Bundeskanzler. Der geht jetzt also aus dem Kanzleramt raus. Und wie gesagt, es ist ein ganz kurzer Weg über die John Foster Dulles Allee. Nun also zum Bundeskanzleramt. Und die weißen Mäuse, die stehen bereit. Gleich wird sich die Karosse in Gang setzen. Herr Katter, diese weißen Mäuse, warum sind denn das so viele? Das ist ganz unterschiedlich. Also das ist sehr sorgfältig und sehr genau gestaffelt. Protokoll ist eine Geschichte. Schön glaube, deutsch. Protokoll ist eine Geschichte. Nein, nein, das ist weltweit. Weltweit so? Ah, okay. Das ist wirklich weltweit. Protokoll, deswegen auch militärische Ehren. Es gibt ja nicht wenige, die sagen, was ist das? Das ist doch völlig überholt. Antiquiert, dass da Soldaten, warum stehen da Soldaten, wenn ein Staatspräsident kommt? Also nein, das ist nach wie vor Tradition weltweit in allen Ländern. Selbst in autoritären Staaten oder vielleicht da gerade ist das üblich. Und die weißen Mäuse, also die Polizeieskorte, bemisst sich nach dem protokollarischen Rang des Besuchers, in diesem Fall ein Staatspräsident, insofern 11 weiße Mäuse. Aber schön war eben auch, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat nochmal schön gewunken nach dem Motto, mach's gut, jetzt geht's rüber zum Kanzler, jetzt wird richtig verhandelt, jetzt geht's um die heißen Themen, um es mal so vorsichtig zu formulieren. Und die Karosse hat sich jetzt also, der ganze Pulk hat sich in Bewegung gesetzt. Jetzt sehen wir den Bundeskanzler Olaf Scholz an diesem Sonntagmorgen. Er baut sich natürlich auch auf, wird eingewiesen, wo er sich hinzustellen hat. Das gilt natürlich auch für den Regierungschef. Jetzt werden noch einmal die verschiedenen Einheiten der Bundeswehr vorgestellt und er ist als erstes bei der Marine. Ja, wahrscheinlich ist es so, das ist wirklich, geht sehr, sehr menschlich zu. Wahrscheinlich hat ein Marinesoldat des Wachbataillons Geburtstag. Ah, okay. Das wird ihm gesagt. Oder eine Frau in den Reihen des Wachbataillons. Heute ist Muttertag. Auch das wird berücksichtigt. Im Übrigen, die Dame, die neben ihm geht, ist die Protokollchefin des Bundesministers der Verteidigung. Und begleitet wurde der Bundeskanzler eben durch den Kommandeur des Wachbataillons. Das sehr zu meinem Leidwesen nicht Wachbataillon der Bundeswehr heißt, sondern das heißt ja sehr kompliziert Wachbataillon beim Bundesminister der Verteidigung. Also in Gottes Namen. Aber das war der Kommandeur, der hat den Bundeskanzler begleitet. Und wirklich, da geht es sehr, sehr menschlich zu, bis der Besucher eintrifft. Und dann greift wieder Protokoll. Dann greift wieder das Protokoll. Jetzt sehen wir auch, also Olaf Scholz hat ja vorhin auch gelächelt. Sieht man ja auch nicht so oft bei ihm. Nee. Muss man ja auch so sagen, unser Scholzomat auf gut Deutsch gesagt. Vielleicht noch, bis Zelensky eintrifft. Erwarten Sie eigentlich vielleicht noch, wir kennen das Programm ja nicht. Also wir wissen jetzt, Bundespräsident, Bundeskanzler, der Bundesverteidigungsminister, könnte der auch noch eine Rolle spielen? Ich bin sicher, der Bundesminister der Verteidigung wird dort eine Rolle spielen, gerade mit Blick auf das Waffenpaket. Gerade mit Blick, sind wir wieder auf der Zeitachse, wann kommt was, wie wird das gesteuert, was brauchen wir jetzt am dringendsten. Also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder Zelensky fährt auch noch ins Bundesministerium der Verteidigung, wissen wir nicht. Wenn dem nicht so ist, könnte ich mir vorstellen, dass der Bundesminister der Verteidigung zu einem bestimmten Zeitpunkt zu dem Gespräch beim Bundeskanzler hinzutritt. Ist eine interessante Frage, weil wo fährt er danach hin? Nach dem Kanzleramt gibt es natürlich auch ein
Hubschrauberlandeplatz. Von da könnte er starten dann Richtung BER, wenn er eventuell nach Aachen zur Verleihung des Karlspreises persönlich fliegen wird oder tatsächlich zum Bentler-Block. Da ist er ja gestern hingeflogen worden. Daniel Kopp ist für uns am Kanzleramt, beobachtet natürlich die Situation. Und Daniel, gleich wird es soweit sein, dass Wladimir Selenskyj dort eintreffen wird. Hast du irgendwas in Berlin gehört, dass es tatsächlich nicht im Regierungsviertel, aber irgendwoher drumherum vielleicht die ein oder andere Demonstration spontan gibt? Also sollte es auf jeden Fall Demonstrationen hier geben, wird der ukrainische Präsident davon nichts mitbekommen. Dieses ganze Gebiet, das ist hier wirklich hermetisch abgeriegelt worden von der Polizei. Du hast es eben angesprochen, die große Frage, wie geht es natürlich jetzt hier nachher auch weiter? Ich bin jetzt mal aus dem Bild herausgegangen. Also auf der einen Seite sehen wir ja die Scharfschützen, die sich hier auch schon postiert haben auf dem Dach des Bundeskanzleramtes. Und dann haben wir, ich würde mal sagen, vor ungefähr 15 oder 20 Minuten haben wir mehrere Hubschrauber gesehen, die hier auch in unmittelbarer Nähe des Bundeskanzleramts gelandet sind. Also wir gehen davon aus, dass der ukrainische Präsident dann später mit dem Hubschrauber direkt dann von hier auch dann wegfliegen wird. Wahrscheinlich dann Richtung BER zum Flughafen. Dort ist er ja gestern Abend in der Nacht auch schon gelandet und von dort dann wahrscheinlich, auch das bisher noch nicht bestätigt, der Weiterflug dann Richtung Aachen, Geilenkirchen, könnte da ein möglicher Flughafen sein. Ein weiterer Höhepunkt dieses Arbeitsbesuches ist ja dann am Nachmittag, dass der ukrainische Präsident dann den Karlspreis dann auch erhalten wird. Und wenn ich mich jetzt hier umdrehe, also es dürfte hier sich jetzt wirklich nur noch um wenige Minuten auch handeln. Und jetzt, wenn ich hier auf die andere Seite schaue, da sehen wir die weißen Mäuse, da sehen wir die, den Mercedes. Also das ist der große Tross. Und jetzt die Ankunft direkt am Bundeskanzleramt, wo wir dann in wenigen Augenblicken die militärischen Ehren dann auch sehen werden und die Begrüßung durch Bundeskanzler Olaf Scholz. Herr Katter, er hat, muss man sagen, aus Sicherheitsgründen vielleicht einen Umweg genommen. Er ist nicht über die John Forster Dulles Allee gefahren, dort an der ehemaligen Kongresshalle von Berlin, der schwangeren Auster vorbei. Nee, der ist über Altmoabit gefahren. Wahrscheinlich auch hängt das damit zu tun, dass sie natürlich die Einfahrt nehmen müssen. Und jetzt sehen wir den Audi, und dem sich Wladimir Selenskyj befindet. Extrem hohe Sicherheitsvorkehrungen. Der Wagen fährt vor. Und jetzt also die offizielle Begrüßung. Wir sehen ihn dort, den Regierungschefs Deutschlands. Das ist Bundeskanzler Olaf Scholz. Gleich also der Handshake. Und dann werden die beiden zum einen die militärische Formation abschreiten. Militärische Ehren also für Wladimir Selenskyj. Sind wir mal ganz kurz ruhig und hören mal kurz rein. So, die beiden hat man nicht gehört, aber der Handshake ist natürlich ganz wichtig. Und wie gesagt, im Mittelpunkt wird wahrscheinlich, Herr Carter, das Milliardenprogramm stehen, das Waffenpaket, was die Bundesregierung ja gestern offiziell bekannt gegeben hat. Glauben Sie, da gab es so einen Zusammenhang mit dem Besuch? Ja, natürlich. Der Zusammenhang ist kaum übersehbar. Ich denke, das war ein dreigeteiltes Unternehmen. Zunächst einmal war das sicherlich eine Art Gastgeschenk. Wenn Selenskyj zum ersten Mal in Deutschland ist, da kannst du da nicht mit leeren Händen stehen. Also das war schon mal klar. Aber viel wichtiger ist das politische Signal, das davon ausgeht. Dieses politische Signal, das eindeutig sagt, Deutschland steht an der Seite der Ukraine. Und zwar nicht nur jetzt und nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Zukunft. Und wenn man sich, was ich getan habe, mal nochmal die Liste anschaut, was wir alles bislang geliefert haben, finanziell, humanitär, militärisch, politisch, dann ist das ein gewaltiges Fund. Und da kann man nur Danke sagen. Also das politische Signal nach innen, aber vor allen Dingen auch das politische Signal nach außen. Da wird der Generalinspekteur begrüßt, wie wir gerade sehen. Und ist auch interessant, wenn wir da sehen, der ukrainische Außenminister Kuleba, der ist auch mit dabei. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Kuleba ist auch dabei. Dann könnte ich mir vorstellen, dass auch der ukrainische Verteidigungsminister nicht weit ist. Und da geht es natürlich um diese politische Frage, aber vor allen Dingen auch um die militärische. Und die wird jetzt erörtert im Wesentlichen. Was brauchen wir wann, in welcher Form, wie muss das geliefert werden, wieder in welcher zeitlichen Entwicklung. Das wird wohl der Gegenstand dieses Gesprächs jetzt sein. Und wir sehen auch einige ukrainische Offiziere dort in der Uniform.
die, wie ich mir vorstellen könnte, auch in Deutschland ihre Ausbildung erhalten oder das zumindest koordinieren. Wie läuft jetzt eigentlich diese Begrüßung mit militärischen Ehren ab? Militärische Ehren als Arbeitsbesuch, relativ preußisch nüchtern. Die beiden werden jetzt gleich, das werden sie jetzt gerade tun, das rote Podest betreten. Dann wird zunächst die ukrainische Nationalhymne gespielt, anschließend die deutsche. Dann marschiert der Gast an dem Wachbataillon vorbei. Das ist die Begrüßung an und durch die Truppe zum preußischen Präsentiermarsch. Und das war es dann auch schon. So, präsentiert das Gewehr jetzt durch das Wachbataillon, durch jetzt kommt die Marine her und jetzt meldet der Kommandeur des Wachbataillons dem ukrainischen Präsidenten. Selenskyj war ja schon in Berlin, können wir ganz kurz noch sagen, aber nicht nach Kriegsbeginn. Es ist also der erste Besuch des ukrainischen Präsidenten jetzt nach Beginn des Krieges. Er war in den USA, er war in Paris, er war in London, er war in Skandinavien, er war in Brüssel. Aber jetzt bei der Begrüßung mit den militärischen Ehren wollen wir reinhören und uns die Nationalhymnen anhören. Deutschlands und natürlich der Ukraine. Gespielt durch das Stabsmusikchor der Bundeswehr unter Oberstleutnant Rolf Kjauka. Ein toller Mann. Soweit also die ukrainische Nationalhymne, die haben wir auch aus Respekt vor den Ukrainern und der Unterstützung frei stehen lassen. Jetzt hören wir die deutsche Nationalhymne und Herr Carter, wenn wir uns das jetzt anschauen, am Anfang ist Selenskyj nicht aus der Ukraine gegangen. Er war in seinem Präsidentenpalast, er ist geschützt worden. Es gibt Berichte über mögliche Attentatsversuche der Russen auf ihn. Jetzt reist er durch die Welt, immer wieder. Mal unangekündigt, mal mehr angekündigt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Zeigt das auch ein gewisses Zeichen der Sicherheit, dass er tatsächlich jetzt auch persönlich vorsprechen kann und nicht immer nur per Video vorgeschaltet werden muss, um tatsächlich auch für mehr Unterstützung zu werben? Ich glaube, das ist eher der Tatsache geschuldet, dass er die Leute an der Stange halten muss. Ich glaube, der persönliche Kontakt, jemanden zum Anfassen, das ist, wie wir alle aus Videokonferenzen wissen, viel, viel intensiver. Und damit auch viel erfolgversprechender als jede Art von Videokonferenz. Insofern, wenn ich mir angucke, was zurzeit passiert und dass der Krieg nun schon ein Vierteljahr dauert, ohne dass man heute sagen kann, wie mag es wohl weitergehen, führt dazu, dass Selenskyj jetzt praktisch als ranghöchster Diplomat seines Landes von Land zu Land fährt, um dort vor Ort deutlich zu machen, wir brauchen euch auch weiterhin, wir brauchen eure Unterstützung. Und ich glaube, das ist das Hauptziel dieser Reisen, das er zurzeit angeht. Natürlich wird er auch viel eingeladen, wie beispielsweise jetzt zum Karlspreis. Ich bin noch gar nicht mal ganz so sicher, ob er da wirklich hinfährt persönlich. Aber wie gesagt, es wäre schön,
es gibt ja verschiedene natürlich Veranstaltungen, wo er jetzt zu allen möglichen geladen wird. Er kann nicht überall hin, aber diese Staatsbesuche, Arbeitsbesuche sind besonders wichtig. Jetzt das Abschreiten der Ihrer Informationen. Abschreiten der Front, damit. Und Sie sehen auch hier, der Gast geht immer innen, der Gast geht immer am nächsten zur abzuschreitenden Front, zu den Soldaten. Das ist die Begrüßung der Truppe und durch die Truppe zum preußischen Präsentiermarsch. Aber man fragt sich natürlich auch hier in Deutschland. Deutschland ist jetzt inzwischen neben den USA und Großbritannien der absolut größte Waffenlieferant an die Ukraine. Zum anderen haben wir über 1 Million Flüchtlinge aufgenommen. Viele Milliarden stellen wir zur Verfügung für die Zivilbevölkerung. Warum kommt er erst jetzt? Tja. Wir haben alle so ein bisschen, ich habe mich da immer gegen gewehrt, aber wir haben alle so ein bisschen den Eindruck gewonnen, wodurch auch immer, vielleicht auch durch den ehemaligen Herrn Botschafter, dass Deutschland nicht genug tut, dass Deutschland zu spät ist, dass Deutschland nicht so ein freundschaftliches Verhältnis zu der Ukraine pflegt, wie andere, die möglicherweise auf diplomatischem Gebiet eben sehr viel geschickter sind. Ich kann es nur noch mal sagen, wenn ich mir angucke, was die Bundesrepublik Deutschland in diesen 1,25 Jahren der Ukraine nicht nur militärisch, sondern eben auch humanitär, finanziell, diplomatisch, politisch zur Verfügung gestellt hat, dann kann ich nur sagen, das ist aller Ehren wert. Und das hätte an sich verdient, dass der ukrainische Staatspräsident als erstes nach Deutschland kommt. Aber es wurde halt zunehmend dieser Eindruck vermittelt, wir würden nicht genug tun und wenn, dann alles zu spät und zu langsam. Ich teile das nicht. Das Bundeswehrorchester zieht nun also ab, aber ich frage mich, jetzt sind die beiden, der Staatspräsident der Ukraine und der Bundeskanzler, haben abmarschiert, haben also die militärischen Ehren in Empfang genommen, Herr Selenskyj jetzt, und dann gehen sie einfach ins Bundeskanzleramt ein. Ist das auch protokollarisch, dass man sich nicht nochmal umdreht, dass man einen gewissen Dank damit ja auch zeigt, einfach steckt rein ins Kanzleramt. Das waren die militärischen Ehren. Wenn die militärischen Ehren sind, man kann sich natürlich noch mal umdrehen, das wäre vielleicht diplomatisch gar nicht so ungeschickt. Aber dann geht der Gang und dann Arbeitsbesuch, dann geht zur Sache. Und alle warten schon, dass jetzt die Dinge dann auch wirklich Knopf auf Stich besprochen werden. Daniel, du bist weiterhin für uns vor dem Kanzleramt und wir haben gesehen, diesen großen Aufwand, auch erst sehr kurzfristig erfahren, dass tatsächlich Volodymyr Zelensky auch beim Kanzler sein wird. Jetzt natürlich das Gespräch. Wie geht es denn jetzt weiter? Man wird ja jetzt nicht sagen, relativ kurzfristig, vor allen Dingen, weil Zelensky ja noch in Berlin ist, dass die Sicherheitsmaßnahmen jetzt ein bisschen gelockert werden, oder? Nein, also die Sicherheitssachen, die werden hier auf jeden Fall in Berlin erst gelockert werden, wenn der ukrainische Präsident sich hier aus der Hauptstadt wieder wegbewegt hat. Die große Frage, und das habt ihr ja gerade im Studio auch schon besprochen, wie geht es denn jetzt wirklich weiter? Also ich kann berichten, ich habe es ja eben schon kurz erzählt gehabt, kurz bevor der ukrainische Präsident hier auch beim Bundeskanzleramt angekommen ist, haben wir mehrere Hubschrauber gesehen, die hier gelandet sind. Wir hatten schon kurz gedacht, dass es vielleicht wieder eine erneute Ablenkungssache war, wie wir das ja in der letzten Nacht auch schon gesehen haben. Also, dass der ukrainische Präsident vielleicht vom Schloss Bellevue doch hier hingekommen ist mit dem Helikopter. Nein, das war nicht der Fall gewesen. Wir haben ja dann die Wagenkolonne gesehen, wie sie auch angekommen ist hier am Bundeskanzleramt. Die große Frage, es wird dann wahrscheinlich von hier dann nachher einen weiteren Flug geben zum Flughafen BER und dann das große Fragezeichen, geht es dann weiter nach Aachen zur Karlspreisverleihung oder geht es dann vielleicht auch wieder Richtung Polen und damit dann auch zurück in die Ukraine. Also da gibt es noch einige Punkte, die noch nicht klar sind. Was wir momentan wissen, was jetzt im Hintergrund stattfindet, ein Vier-Augen-Gespräch, ihr habt es gesagt, vielleicht wird zu einem Zeitpunkt auch der Bundesverteidigungsminister dann auch dazukommen. Wir haben ja andere sehr hochrangige ukrainische Vertreter gesehen, die auch mit hier nach Deutschland gekommen sind, darunter auch der ukrainische Außenminister Kuleba. Also man wird sich jetzt erst einmal hinter verschlossener Türe dann unterhalten. Da wird sicherlich um das große Waffenpaket gehen. Da wird sicherlich darum gehen, dass die Ukraine weiterhin auch sagen wird, also Verhandlungen mit Russland auf jeden Fall zur jetzigen Situation, die kann man sich nicht vorstellen. Da gibt es ja immer so ein bisschen die Sorge, dass da vielleicht Deutschland, dass da vielleicht Frankreich, dass da vielleicht andere Partner darauf auch drängen könnten, dass man da irgendwann wieder an den Verhandlungstisch zurückkehrt. Das wollen die Ukraine
ja nicht, das will das ukrainische Volk auf jeden Fall zur jetzigen Situation nicht. Dann gehen wir davon aus, dass es dann auch eine kurze Begegnung mit der Presse dann geben wird. Also nicht hier, wo wir uns aktuell befinden, sondern direkt dann auch im Bundeskanzleramt. Da ist ein kleines Pressestatement angekündigt worden. Vielleicht werden da Journalisten auch die Möglichkeiten haben, einige wenige Fragen dann zu stellen. Das Ganze ist angekündigt worden, eigentlich für kurz nach 11. Jetzt müssen wir aber sagen, der ganze Zeitplan hat sich ein kleines bisschen auch verändert. Das Gespräch beim Bundespräsidenten, das hat etwas länger gedauert. Die Ankunft auch beim Bundespräsidenten, die war etwas später, als sie so hinter vorgehaltener Hand uns der Presse dann heute auch am Vormittag mitgeteilt wurde. Also eine kleine Verzögerung. Aber ja, wir gehen momentan erst einmal davon aus, dass es dann nachher diesen Besuch dann auch in Aachen geben wird. Das könnte auch damit zusammenhängen. Auch der Bundeskanzler, der wird danach auch erwartet in Aachen. Da dürfte eine interessante Frage sein, kann ich nicht beantworten. Vielleicht kann unser General im Studio das beantworten, ob man sich dann auch gemeinsam vielleicht sogar auf den Weg machen würde. Also Olaf Scholz gemeinsam mit dem ukrainischen Präsidenten in einem Flugzeug oder ob man da aus Sicherheitsgründen dann trotzdem mit zwei Flugzeugen dann auch fliegen würde. Eine interessante Frage, die ich hier auf jeden Fall von dieser Stelle nicht beantworten kann. Auch die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, auch sie wird heute Nachmittag in Aachen erwartet werden. Und ich habe es eben auch schon von Kollegen gehört, die sich aktuell in Aachen befinden. Höchste Sicherheitsvorkehrung, die gibt es auch dort vor Ort.